So, und los geht's mit der nächsten Aufzeichnung, damit unser Zerg hier mal so richtig Angst und Schrecken verbreitet. Hier Darth Lepris. Unsere Schiffe nähern sich den republikanischen Transportern. Zerstört weiterhin die Landeplätze und es wird für den Feind kein Entkommen mehr geben. Angriffsstaffeln eingesetzt. Wir haben 6 republikanische Transporter besiegt. Ich rufe zusätzliche Bodenluftbewaffnung. So, um den Nachschub haben wir uns schon mal gekümmert. Jetzt müssen wir nur noch den Rest erledigen. Es sind nur noch wenige Ziele in der Luft und sie können nicht fliehen. Aber ein Transporter ist uns entwischt. Ich entsende Bodentruppen. Ihr fangt dieses Schiff beim oberen Landeplatz der Fabrik ab. Niemand wird diesen Angriff überleben. Die Fabrik wird angegriffen. Das Hauptquartier wurde gestürmt. Die Verluste sind gravierend. Ruhig bleiben, Captain. Was wissen wir über den Feind? Das Ziel schlägt sich eine blutige Schneise in diese Richtung. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen Sith.
Ihr steht kurz davor, Teil meiner Schneise zu werden. Commander, Kontakt bestätigt. Der Feind ist ein Sith. Ich wiederhole, der Feind ist... Das kann ich sehen, Captain. Seid still. Sith, ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr solltet wissen, dass dies die besten Truppen sind, die ich in meiner gesamten Karriere befehligt habe. Es wird mich stolz machen, sie abzuschlachten. Captain Allerton, greift an und haltet die Stellung. Ich komme mit Verstärkung. Jetzt findet ihr heraus, woraus wir gemacht sind. Ihr seid aus Knochen, die brechen, und Blut, das vergossen wird. Ihr macht mir keine Angst. Wir haben solche wie euch schon früher getötet. Ihr habt solche wie mich noch nie getroffen. Ihr werdet gleich eines Besseren belehrt. Männer, Angriff! Der Commander hätte längst hier sein sollen. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Das heißt, dass er in Sicherheit ist. Nur darauf kommt es an. Bitte, das reicht. Commander, nein! Rennt! Rettet euch selbst! Erlöst ihn von seinen Qualen, Sith. Ich schätze, er hat genug gelitten. Nein. Es ist bedauerlich, dass Sie auf der falschen Seite waren. Sie waren herausragende Soldaten und gute Männer. Ich musste niemals härter kämpfen. Es ist ein bittersüßer Tag. Ich habe zum Ruhm des Imperiums gedient. Doch das Leben eines Spions ist schwierig. Ich bin zu einem republikanischen Soldaten geworden und habe Dinge gegen das Imperium unternommen, die mich krank gemacht haben. Wenigstens endet euer Leid heute. Bevor ich mein Ende umarme, gibt es da noch etwas, das ich wissen muss. Mein Sohn. Er war das Einzige auf der Welt, das wirklich zu mir gehörte. Und ob aus Liebe oder Schwäche, ich habe ihm meine Geheimnisse verraten. Ich weiß, dass ihr meine Spuren beseitigen musstet, aber bitte sagt mir, hatte er ein gutes Ende? Er hat gewimmert wie ein elender Feigling. Ich verstehe. Ihr habt meinen Geist gebrochen. Jetzt ist der Tod dieses Körpers nur noch Formsache. Wenn man meine Leiche findet, muss es Spuren eines Kampfes geben. Es muss überzeugend aussehen, Sith. Ich werde mich also nicht zurückhalten. Ich werde kämpfen, als wärt ihr mein ärgster Feind. Ich wollte es nicht anders haben. Dann greift zur Waffe. Sagt Lord Barras, dass es mir eine große Ehre war, ihm zu dienen. Ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ich habe eure gesamte Unterhaltung mit Commander Rylon mit angehört. Ich höre aufmerksam zu. Ich sagte euch doch, dass ich die Jedi-Ermittlerin beobachte und dass sie sich in der Waffenfabrik rumgetrieben hat. Offensichtlich hat sie Rylons Quartiere verwanzt und eure Unterhaltung belauscht. Ich habe gehört, was sie gehört hat. Die Ermittlerin weiß alles. Wo hält sie sich gegenwärtig auf? Sie war auf dem Weg zu ihrem Schiff, aber meine Männer haben ihr den Weg zum republikanischen Hangar abgeschnitten. Ich blockiere systematisch ihre Übertragungs- und Fluchtwege, damit diesem Abschaum nur ein Ziel bleibt. Der Raumhafen in Sobrik. Ich bin gleich da.
Ich fürchte, da ist noch mehr. Meine Männer, die sie angegriffen haben, haben berichtet, dass sie ein Lichtschwert benutzt. Die Ermittlerin scheint selbst ein Jedi-Ritter zu sein. Ich rate zur Vorsicht. Wunderbar. Heute töte ich einen Jedi. Ich werde meine restlichen Männer versammeln und euch am Raumhafen treffen. Wir werden diesen Jedi vernichten. Ja, das sind ja mal wieder nette Zukunftsaussichten. Na, dann wollen wir hier nochmal den Rest erledigen für den Handlungsbogen. Die Flotte mag verloren sein, aber mein Padawan und ich können die Imperialen aufhalten, während ihr euch neu formiert. Nein. Ihr habt euer Schiff und wir haben selbst ein paar. Ich will, dass ihr alle, die nicht am Kampf beteiligt sind, und die Verletzten von Balmorra fortbringt. Nachdem die Sache hier erledigt ist. Ihr seid verdammt zäh. Wisst ihr das? Jedi und ein Großmarschall, tot durch meine Hand. Angriff! Ein guter Kampf. Ihr habt etwas, das ich nicht mehr habe. Es ist noch nicht zu spät, das Töten zu verhindern. Das höre ich gern. Ich weiß, wie gern das Imperium die Beteiligung der Republik auf Balmorra enthüllen möchte. Und zwar öffentlich. Ich kann die Wahrheit über die Invasion gestehen, wenn ihr meinen Leuten helft. Redet und macht eure Sache gut. Lasst die Balmoraner und alle am Kampf Unbeteiligten gehen. Behandelt die republikanischen Soldaten fair, als Kriegsgefangene. Helft ihnen. Und ich werde allen sagen, dass wir den Vertrag gebrochen haben. Das Imperium ist nicht ohne Gnade. Wir können uns einigen. Das weiß ich zu schätzen. Scheint, als hätten eure Truppen es ins Innere geschafft. Haltet euer Wort, und ich halte das meine. Gehen wir, Chiquetta. Trupp 815. Darth Lakris hat uns geschickt, um eure Position zu verstärken. Nehmt den Großmarschall fest. Wir sind erst einmal fertig. Verstanden.
In der ganzen Fabrik wird gekämpft, aber es sieht nach einem Sieg aus. Die Befehle lauten, sich beim Außenposten zu sammeln, wenn ihr könnt. Ja, super, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich hier am besten rauskomme, um meine Questies alle abzugeben. Ich muss erstmal gucken, ob noch alles an mir dran ist. Irgendwo war hier doch so ein Teleportschalter. Ah, und da ist er ja schon. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Meine Truppen kommen durch. Großartige Arbeit. Wächter 8 denn? Ach, da ist er. Agent Feld konnte mir eine Nachricht übermitteln. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Und auch für die Codezylinder, die ihr geborgen habt. Seid versichert, sie werden sehr nützlich für uns sein. Nochmals danke. Thank you.
Ach, mal die Eroberung abgeschlossen, wunderbar. Und mal sehen, was es für schöne Sachen für mich gibt. Danke. Hey, danke. Hey, danke. Hey, danke. Hey, danke. Wieso kriegt man als Ausrüstung immer einen Fokus, wenn man den gar nicht braucht? So ein Blödsinn. Hey, danke. So, dann mal nach Sobriken. Den Kram abschließen. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Ah, verdammt. Hab ich doch darf Lacris vergessen. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Ja, und nochmal zurück. Mann, 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 ey.
Ich habe höchst erfreuliche Berichte über euren Erfolg in der Balmoranischen Waffenfabrik erhalten. Wollargen, dieser Narr, hat euch direkt zugespielt. Der Widerstand ist ohne jeden Zweifel gebrochen. Viel Glück bei eurem Angriff, Colonel. Danke. Captain Rigel wird den Bericht schreiben. Darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Meldet ihm doch bitte euren Erfolg. Darth Lakris, Großmarschall Jaketa ist besiegt und die Balmoranische Waffenfabrik ist gefallen. Ihr riecht nach Rauch und Blut. Ich möchte euch etwas zeigen. Meine Streitkräfte haben Ausrüstung und Informationen von der Republik erhalten. Wir haben auf Befehl des Senats wissentlich und ungesetzlicherweise imperiale Ziele angegriffen. Wir haben den Friedensvertrag gebrochen, der unsere Welten zusammenhält. Und dafür entschuldige ich mich bei allen Bürgern der Galaxis. Auf den Straßen von Coruscant finden Proteste statt. Republikanische Schiffe ziehen sich aus 3 Sektoren zurück. Ihr habt sie gedemütigt. Die Republik hat vielleicht ihr Gesicht verloren, aber das wird sie nicht vom Angriff abhalten. Nein. Aber wer will das schon wirklich? Ich sammle Truppen für die Säuberung der Balmoranischen Waffenfabrik. Ich werde sie zu meiner Operationsbasis auf diesem Planeten machen. Ohne euch hätte ich wahrlich einen anderen Stand. Habt meinen Dank für eure Unterstützung. Dieser Planet ist erst der Anfang. Es müssen noch weitere Gegner besiegt und erobert werden. Ihr werdet es unter den Sith weit bringen. Da bin ich mir sicher. Jetzt sollte ich mich wieder dem Regieren widmen. Es gibt neue Berichte von Widerstandsaktivitäten. Solltet ihr euch entscheiden, auf Balmora zu bleiben, werde ich euch vielleicht schon bald wieder kontaktieren. So, jetzt aber nach Zobrik. Zeige alle autorisierten Ziele an. Mein Sith Lord, ihr habt es unseren Feinden gezeigt.
Beim Widerstand herrscht ein heilloses Durcheinander. Der Wille der Leute ist gebrochen. Balmorra gehört fast schon uns. Furcht und Einschüchterung sind die besten Waffen des Imperiums. Die besten Waffen des Imperiums sind die Sith. Wir können euch gar nicht genug für alles danken. Seit Jahrzehnten versuchen wir, diesen Krieg zu gewinnen. Und ihr habt es in einem Bruchteil der Zeit geschafft. Danke. Ihr kommt zu spät, Sith. Ich habe das Gespräch zwischen euch und Commander Rylon bereits an den Hohen Rat der Jedi übermittelt. Nomen Karr hat jetzt seinen Beweis. Jetzt werden Meister Karr und sein Padawan jeden einzelnen Sith-Agenten in der Galaxis aufspüren und enttarnen. Sie werden auf Schritt und Tritt gejagt werden, dass ihr es nur wisst. Ihr steht auf verlorenem Posten, Sith. Meine Beweggründe sind lauter. Ich suche weder Abenteuer noch Befriedigung. Und im Gegensatz zu euch bin ich völlig ruhig. Im Gegensatz zu mir seid ihr bald tot. Wenn ihr euch weiter so aggressiv gebärdet, werde ich euch niederstrecken müssen. Die dunkle Seite wird euch enttäuschen, Sith. Rettet euch. Wenn ihr euch ergebt, wird der Hohe Rat der Jedi euch jede Gelegenheit geben, eure Fehler wieder gut zu machen. Spart euch euren Atem, Jedi. Ihr werdet ihn noch brauchen. Wenn ihr mich angreift, töte ich euch. Euer Sieg bedeutet gar nichts. Er nützt euch jetzt nichts mehr. Der Beweis wurde bereits übermittelt. Versetzt mir also ruhig den Todesstoß, Sith. Ich scheide in Frieden, denn ich weiß, dass ich dem höheren Wohl dienen konnte. Ich sag's euch wirklich ungern, Jedi. Ach was denn, ich genieße es. Ich habe eure Übertragung abgefangen. Die Jedi haben nichts davon mitbekommen. Ihr habt auf ganzer Linie versagt. Wie fühlt ihr euch jetzt? Freut euch nur. Das ist völlig bedeutungslos. Ich bin immer noch im Frieden mit mir selbst. Nomen Karr und sein Padawan werden euch trotzdem besiegen. Sie werden fallen, genau wie ihr. Ich sehe dem Ende entgegen, im Bewusstsein der Wahrheit. Ich ergebe mich meinem Schicksal. Streckt mich nieder. Ich werde mich nicht mehr wehren. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, soll mir das recht sein. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wie seltsam. Sie hat einfach die Augen geschlossen und den Tod hingenommen. Das war einfach idiotisch. Egal, die Bedrohung ist nun ausgelöscht. Lord Barras will bestimmt gleich erfahren, was hier geschehen ist. Sobald ihr bereit seid, kontaktiere ich ihn von meinem Büro aus. Ich bin gleich da. Ausgezeichnet. Ich werde die Vorbereitungen treffen. Ich warte in meinem Büro in der Kaserne. Naja, eine große Herausforderung war der Jedi ja mal nicht. Eigentlich schade.
Das steht mir nicht zu, Lord Barras. Ich überlasse es eurem Schüler, das zu übermitteln. Dann tretet beiseite, Lieutenant. Wie schön, dass du dich zu uns gesellst. Quinn weigert sich, mir zu berichten und will dir das Privileg überlassen. Ich nehme an, die Jedi-Ermittlerin wurde aufgehalten. Sie ist tot, Meister. Das ist eine Erleichterung. Ich hatte gehofft, eine Konfrontation mit der Jedi-Ermittlerin zu vermeiden. Aber wir waren dazu gezwungen. Hauptsache, Rylon kann nicht mehr enttarnt werden. Und wie würdest du Lieutenant Quinns Beitrag beurteilen? Lieutenant Quinn ist ein außergewöhnlicher Offizier. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Ein großes Lob. Quinn, ich denke, ihr habt eure Schuld mir gegenüber angemessen beglichen. Ich ernenne euch zum Captain und übertrage einen Befehl, der es euch ermöglicht, stationiert zu werden, wo es euch beliebt. Ihr könnt wegtreten. Ich danke euch, Lord Barras. Wenn meine Handlungen dem Imperium dienen, dienen sie mir. Ich hätte auch ohne unsere Vergangenheit dasselbe getan. Bevor ich gehe, es war mir eine große Ehre, euch zu dienen. Ihr seid das Konzentrat dessen, wofür das Imperium steht. Die Ehre war ganz meinerseits, Captain. Auf dass wir uns wiedersehen. Ich salutiere euch. Er wird alle Hände voll zu tun haben. Es gibt mächtige Imperiale, die darauf aus sind, ihn unten zu halten. Doch wenn Quinn sie überwinden und die Stellung einnehmen kann, die er verdient, besteht gute Hoffnung für unsere imperialen Verbündeten. Wenn er die Möglichkeit erhält, wird er sich selbst übertreffen. So oder so, das soll nicht unsere Sorge sein. Quinns Angelegenheiten sind nichts im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht. Deine Anwesenheit auf Balmorra ist nicht mehr erforderlich. Kehre zu deinem Schiff zurück, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ich werde dich dort kontaktieren. Wir brechen also auf, ja? Auf zu unserer nächsten Übung in Herrschaft und Zerstörung? Es sieht danach aus, Wett. Nun, hoffentlich hat der nächste Ort, an den wir gehen, einen Strand. So, ich mache hier jetzt erstmal Schluss. Wir sind hier auf Balmorra noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch ein Teil. Aber das mache ich in der nächsten Aufzeichnung. Bis dann, Leute. Habt einen guten Tag. Bye, bye.